BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Schönen guten Abend. Ich freue mich, Sie zur Pressekonferenz nach dem heutigen Champions League-Spiel begrüßen zu dürfen. Mit dabei unser Dolmetscher Stefan Gödde und unser Cheftrainer Jürgen Klopp. Jürgen, dein Fazit bitte in kurzen Worten. Bonsoir, bienvenue à notre conférence de presse. Alors rapidement, nous allons passer à l'analyse de Jürgen Klopp. Jürgen, s'il vous plaît. Ja. Mit Teilen des Spiels sehr zufrieden. Ich denke, ordentlich angefangen. Sehr gute Phase nach der Halbzeit gehabt, was wichtig ist. Schönes Tor gemacht, einige Großchancen rausgespielt in einer Formation, die erst heute Morgen entstanden ist, weil als ja drei Probleme erst heute Morgen aufgetreten sind. Die Mannschaft musste beißen, einige richtig beißen. Und dementsprechend war nach den wirklich guten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit war dann die Kraft ein bisschen weg. Ja, haben dann das Gegentor gekriegt, aber wahnsinnig große Gefahr ist dann trotzdem nicht mehr entstanden. Und dementsprechend Platz 1 in der Gruppe, Maximalziel erreicht, alles gut. Alors, très satisfait sur, on va dire, une grande partie, une bonne partie de la rencontre. Je pense qu'on réussit notre entame de match. C'est également le cas pour le début de deuxième mi-temps. On commence pied au plancher et on arrive à se créer quand même pas mal de situations, pas mal de bonnes occasions. Et c'était pas non plus une évidence, puisque ce matin, il faut rappeler quand même que c'est là seulement qu'on a fixé notre 11 de départ avec quelques pépins physiques dont il fallait tenir compte. Je pense que pour beaucoup, il s'agissait de tenir le choc, de serrer les dents jusqu'au bout. Ils l'ont fait. On a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps, concrétisée aussi par l'ouverture du score. Sans être réellement en danger, on prend ensuite le but égalisateur, mais ça ne nous a plus été préjudiciable. Première place du groupe, objectif maximal atteint. Que demander de plus? Bitte schön, gibt es Fragen Ihrerseits? Vos questions, s'il vous plaît. Handzeichen, wir haben zwei Mikros, zwei Damen, jeder auf einer Seite. Bitte schön, wer hat noch Informationsbedarf? Bitte sehr. Jürgen Kors. Welche Erkenntnisse bringt Ihnen dieses 1:1 gegen Anderlecht für den Abstiegskampf in der Bundesliga? Mannschaft ist in der Spur. Wir haben heute, wie gesagt, viele Umstellungen vornehmen müssen und hatten mit Nuri mal mindestens einen in der Startformation, der ewig lang nicht gespielt hat. Hatten Kuba gebracht, der ewig lang nicht gespielt hat, Olli Kirch gebracht, der ewig lang nicht gespielt hat. Dementsprechend war das komplett in Ordnung. Also wir haben Fußball gespielt, in der völlig neuen Formation, dann mit der Doppel-8 sozusagen, musste man in der ersten Halbzeit den einen Konter fressen. Da haben sie noch eine Möglichkeit gehabt nach einem langen Ball, als sie dann, glaube ich, drüber schießen. Aber ja, es war alles andere als perfekt, aber darum ging es natürlich jetzt auch heute nicht. Und wir wollten heute ein Ergebnis haben, das uns Platz 1 beschert und das haben wir gekriegt und waren viele Jungs in einer guten Verfassung auf dem Platz und ja, dementsprechend hilft uns das natürlich. Wir haben jetzt wieder 4 Tage Zeit, wie gesagt, wieder den langen Part der englischen Woche, das ist gut und deshalb hat uns das Spiel heute geholfen. Quels enseignements tirez-vous de ce match nul un partout face à Anderlecht dans la lutte pour le maintien? Je crois que l'équipe est sur la bonne voie. On a procédé à pas mal de rentrées ce soir avec les retours de Shaïn qui n'avait pas joué depuis X temps, Kuba qui avait été éloigné des terrains encore plus longtemps, Kirch qui a aussi fait son retour. Donc non, je pense que c'était une prestation correcte. D'un point de vue footballistique, on a évolué ce soir avec un double 8. Il y a eu simplement, on va dire, une contre-attaque à laquelle nous nous sommes exposés en début de match, puis une autre occasion importante en fin de première mi-temps sur un long ballon, puis ça finit au-dessus. Mais non, c'était peut-être pas le match parfait non plus, mais c'est pas non plus ce qu'on recherchait. On cherchait un résultat qui nous assure cette première place, c'est chose faite. Je pense que l'équipe, je l'ai trouvé dans une bonne constitution. C'est un match, une prestation qui nous aide. On est toujours dans ce rythme-là avec des matchs à répétition, mais on a quand même 4 jours pour récupérer. Et non, je pense que ce résultat et la prestation globale a été bénéfique ce soir pour l'évolution de l'équipe. Nächste Frage bitte, Peter Schwennecker.
Ja, Klopp, können Sie mal sagen, was mit Lukas Piszczek und Mats Hummels ist, welche Probleme die haben und ob eventuell auch der Einsatz fürs Wochenende gefährdet ist? Also bei Lukas Piszczek auf keinen Fall. Lukas hatte in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen Probleme. Frankfurt mussten wir ihn auswechseln, glaube ich, weil er von der Hüfte ausstrahlend muskuläre Probleme hatte. Heute hatte er jetzt nicht wirklich Probleme, nur war klar, dass wir ihn da jetzt nicht durchjagen würden. Und durch die Kaderkonstellation konnten wir ihn dann auch ganz rausnehmen. Aber da ist eigentlich nichts Neues dazugekommen bei Mats. Es sieht leider ein bisschen anders aus. Er hat ja gestern noch ganz normal trainiert, ist heute Morgen aufgestanden, hat ein bisschen Rückenprobleme gehabt, das dann noch nicht das Problem war, sondern das hat in die Muskulatur ausgestrahlt und das haben wir in der Kürze der Zeit nicht mehr hingekriegt. Ich gehe davon aus, dass wir das hinkriegen sollten, weil im Training ist absolut nichts passiert. Es ist in der Nacht von gestern auf heute passiert. Und ich glaube nicht, dass was gravierendes ist. Aber für heute hat man keine Chance. Und bei Sebastian Kehl hoffen wir natürlich auch alle. Das ist ein Pferdekuss, der sehr schmerzhaft ist, aber wie überall im Leben, wenn er kein absolutes Drama darstellt, dann kann man ihn rauslaufen, da sind wir gerade dabei. Darüber hinaus hat er eben die Problematik mit den Rippen. Ja, das ist natürlich unangenehm, aber ich gehe davon aus, dass da Adrenalin hilft und das wollen wir bis Samstag aufbauen. Alors par rapport à deux joueurs qui n'étaient pas qui étaient absents ce soir, Lukas Piszczek et Mats Hummels, quelle était la raison de leur forfait et seront-ils opérationnels d'ici le week-end? Alors en fait, chez Lukas Piszczek, je vois aucun problème. Ce soir, il s'agissait quand même un peu de le préserver parce qu'il s'était ressenti de certains problèmes physiques subis, il me semble. Oui, on l'avait sorti à Francfort, on l'avait remplacé. Donc on ne voulait pas non plus le soumettre à une charge excessive. Pour Mats Hummels, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Hier, à l'entraînement, ça s'était relativement bien passé. Il a ressenti simplement une douleur au dos, qui après a rejailli sur le reste de la musculature. Hier, pourtant, à l'entraînement, il n'y avait pas de particularité, pas de choses dont il fallait s'inquiéter. C'est dans la nuit que ça a dû se manifester. Et donc, on savait très bien qu'on n'allait pas le récupérer pour jouer, que c'était compromis. Puis, il faut voir aussi avec Sébastien Kehl, qui avait pris quand même une béquille. On va essayer de le rétablir. Il avait pris aussi un coup sur une côte. Et là, il s'agit bien sûr de mettre toute l'adrénaline pour rétablir sa situation d'ici le week-end. Heiko Niederreiter. Können Sie einen Satz zur Leistung von Ciro Immobile sagen? Und tut er sich in der Champions League leichter als in der Bundesliga? Ja, Ciro war stark, hat ein tolles Tor gemacht, hat viel gearbeitet. Und weiß nicht, ob er sich leichter tut. Also die Räume waren jetzt nicht so riesengroß, die er zur Verfügung hatte. Anderlecht hat das schon massiert verteidigt, aber er hat sich da gut verhalten. Und häufig mit ihm gesprochen. Das Problem ist, dass er zu riskant mit der Abseitslinie spielt. Das bedeutet, er läuft dreimal ins Abseits, beim vierten Mal spielt der Mitspieler nicht mehr, weil er denkt, er steht im Abseits, auch wenn er nicht steht. Und da muss er ein bisschen geduldiger werden. Das hat er gut gemacht. Ich glaube, es waren nur ein, zwei dabei und die waren auch noch knapp. Also das war wirklich eine gute Leistung heute. Un mot sur la performance de Ciro Immobile ce soir. On a l'impression que il se sent plus à l'aise en Ligue des Champions qu'en Bundesliga. Il a été fort ce soir, incontestablement. Il marque un joli but. Il s'est beaucoup investi pour l'équipe. Est-ce que c'est plus facile pour lui d'évoluer en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Il n'a pas non plus tellement d'espace dans cette compétition. Non, il a aussi su bien défendre. On a parlé. Bon, après, il a une façon de jouer. Il part toujours sur le fil du hors-jeu. Donc, il peut se retrouver hors-jeu. Ça arrive parfois dans 3 situations sur 4. Après, peut-être la 4e fois, il n'y croit plus. Mais en fait, voilà, c'est la seule chose qu'il faut... qu'il doit encore travailler, qu'il doit être patient, qu'il doit toujours y croire. Il y avait plusieurs situations effectivement limites ce soir, mais d'une manière générale, il est accrédité d'un très bon match. Bitte schön, ich glaube, das Mikro ist schon bei Ihnen, ja. Yes. Mr. Klopp, were you under the impression of the young players of Anderlecht today? Gut. Anderlecht ist eine talentierte Mannschaft, wie ich vor dem Spiel gesagt habe. Bitte? And would one of these young players fit in your team? Oh, you won't wait for my answer. Okay. Yeah. Which one?
I don't think about this tonight. But yeah, we see when somebody is a good football player. So they have many of them. Yeah? But it's not my problem tonight. Stefan, ich glaube, das müssen wir nicht übersetzen. Hat jeder verstanden, denke ich. Ne? Ja. Freddy Röckenhaus, bitte. Jürgen, kannst du noch mal ein paar Worte zu Mkhitaryan sagen? Da gibt es ja eine ziemliche Diskrepanz zwischen seinem Auftritt insgesamt im Spiel und seinem Abschluss seit Wochen. Ja, na klar, Micky ist für uns ein unglaublich wichtiger Spieler, der heute ein ganz tolles Spiel gemacht hat. Und durch sein Spiel bringt er sich in Situationen, in denen man Tore machen kann. Das gelingt im Moment nicht. Das ist vielen Fußballern im Leben schon so gegangen, vielen Stürmern schon so gegangen, offensiv Mittelfeldspielern schon so gegangen. Wichtig ist und die einzige Lösung dafür ist, dass man cool bleibt, dass man das Spiel nicht verändert, sondern dass man den Druck, den diese Situation für einen persönlich aufbauscht, dass man den ja wegsteckt. Und wie weit in die Situation kommen will, weil der Tag wird kommen, da trifft Micky und dann nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal und dann geht der Knopf auf. Das ist wie mit unserer Gesamtsituation. Du musst in den Momenten, wo es nicht so leicht von der Hand geht, musst du weitermachen, wenn das, was du machst, nicht falsch ist. Und das ist bei ihm so. Und dann wirst du dafür belohnt werden. Und das ist bei ihm auch so. Und deshalb heute, das tut ihm weh, ist ja klar. Er hat dann das Gefühl, der Mannschaft nicht genug zu helfen. Das ist völlig falsch. Er hat der Mannschaft heute extrem geholfen. Ich finde, er nimmt insgesamt eine gute Entwicklung. Er hat ab und zu das Problem gehabt, dass er sein Tempo zu häufig nutzt in engen Räumen, wo es dann einfach mit dem Tempo nicht mehr geht. Hat er heute toll gemacht und abgebrochen, hat ganz sicher Fußball gespielt und hat dann seine großen Möglichkeiten gehabt. Wie gesagt, der Tag wird kommen, dann nutzt Micky sie alle und dann ist er glücklich, wir glücklich und ich bin für heute alles andere als unglücklich, weil ich mit seiner Leistung total zufrieden bin und wir die Tore heute nicht gebraucht haben. Idealerweise schaffen wir es, ihn bis Samstag wieder so auf die Bahn zu stellen, dass er glaubt, am Samstag die Dinger zu machen. Und dann, glaube ich, hat er eine ganz gute Chance, dass auch einer reingeht.